Moin Leute und herzlich willkommen beim kleinen Hero Untest auf dem Account von Marcel, den er mir netterweise nochmal zur Verfügung gestellt hat. Ich habe mir gedacht, wir werden mal hier den Thundhare ausprobieren. Natürlich Stufe 100. Ja, gehen wir mal hier. Also er hat faules Ei. Macht okay Schaden, sagen wir es so. Hat keine Abklingzeit, 29 Mana, Gift 4 Runden. Giftiges Feuerei, bisschen schlechter. Verbrennt und vergiftet 3 Runden. Dann frohe Eier, macht noch weniger Schaden, aber verlangsamt den Gegner 2 Runden. Und Ostern gestrichen ist auch so ein bisschen weniger als halb Schaden, dafür lähmt es. Ja, genau. Und dann haben wir noch Extravaganz fügt dem Ziel mittleren Sonderschaden zu, sowie eine zufällige Schwächung. Ja, ich würde sagen, PvP werden wir das direkt mal ausprobieren. So, hier Gegner suchen. Ja. So. Vergiftet. Verbrennt oder vergiftet. Ziel verlangsamen. Hört sich schön an. Werden wir den da erstmal verlangsamen. Also ihr seht, viel Schaden hat er nicht wirklich. Die anderen haben deutlichere, ja, mehr Schaden, ne? Aber, ja, ich denke, geht trotzdem. Okay, Kraftreduzierung. Hört sich doch gut an. Genau, also macht nicht so viel Schaden wie die anderen, aber im Großen und Ganzen, denke ich, passt das auch. Ach, ich glaube, der ist immun gegen Lähmung. Manchmal muss ich, glaube ich, erstmal nachdenken, bevor ich was mache. Ihr merkt schon. Ich bin auch jetzt ziemlich müde, muss man dazu sagen. Und ja. Aber natürlich für euch, für meine Zuschauer, mache ich das natürlich. So, genau. Nochmal frohe Eier hier drauf. Aber ich finde diese Animation voll cool, wenn diese Ostereier dahin fliegen. Ich finde das mega cool. So. Jetzt können wir hier einmal drehen. Und wir haben eine Stärkungsrune Stufe 1 bekommen. Jetzt werden wir es mal auf der normalen Abenteuerkarte ausprobieren. Es gibt ja jetzt auch die neuen Karten, habe ich gesehen, neue Sachen. Und bis dahin ist er auch noch gar nicht gekommen, wie ich sehe. Dann machen wir das mal schnell, ne? Würde ich jetzt mal sagen, oder? Das kriegen wir hin. Ich sag, das kriegen wir hin. Wenn ich das sage, dann ist das so. Aber ich ändere mein Team, weil wir natürlich, also ihn nehmen wir, Firelord, und weil wir ihn ausprobieren wollen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hier. Nicht du. Du. Genau, perfekt. Die sind jetzt das Team, was ich zusammengestellt habe. Und wir werden das packen. Brennender Stern, warte, Explosionsschlag war der Schlag, stark, oder? Oder? Ne, das da. So, genau. Da kam er nicht mehr dran. Egal, machen wir das so. Ostern gestrichen.
Weil ich finde, er sollte auch mal angreifen können noch, ne? So, und dann machen wir hier nochmal den brennenden Stern. Man sieht ja mehr von den anderen als hier von unserem Häschen. Von unserem Häschen. 3 Sterne hört sich doch echt gut an. So. Fast Stufe 56. Zack. Geschwindigkeit Rune Stufe 2. Ja, denke ich, ist ganz okay. Aber jetzt werden wir hier nochmal ein bisschen weiter nach vorne gehen. Ich würde mal sagen, hier. So, in dem Bereich kann man gut mit einem alleine kämpfen. Der hier weg, der hier weg. Und dann wird unser Raidex mal alleine kämpfen. Frohe Eier, wartet. Nee, nee, machen wir Ostern gestrichen, so. Zack, weg damit. Eine Flutung. Das bringt ihnen aber nicht so viel. Machen wir hier frohe Eier mal auf den, damit er noch verlangsamt ist, damit wir sogar nochmal ein paar Angriffe mehr haben. Okay, nee, doch nicht. Gut, super. Geschwindigkeit. Du wurdest verlangsamt. Also ich finde die Animation schon ziemlich cool. Ja. So, da haben wir das auch geschafft. Dann habe ich ihn euch auch mal vorgestellt. Ja, Leute, dann würde ich auch sagen, war's das mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen oder ein Abo da. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute!